Liebe deutsche Hockey-Community, mein Name ist Jamie Mülders, ich bin Bundestrainer der Hockey-Damen und seit wenigen Tagen zurück aus Rosario, Argentinien. Unsere Mädels haben das vierte Turnier des Jahres erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 4 Halbfinalteilnahmen, einmal Silber bei der Hallen-WM, dritter Platz bei der Europameisterschaft und bei der Olympia-Quali in Valencia und am Ende ein dritter Platz in Rosario. Ein wirklich erfolgreiches, aber ein unglaublich anstrengendes Jahr. Die Olympischen Spiele in Rio stehen auf dem Plan, 227 Tage bis zur Eröffnungsfeier. Und wir alle wissen, wir haben noch einiges zu tun. Wenn ihr wissen wollt, was hinter den Kulissen passiert, wenn ihr wissen wollt, warum sind am Ende genau die 16 ausgewählt worden, warum sind am Ende genau die 2 auf der Tribüne und sind P-Akkreditierte, wenn ihr wissen wollt, was es heißt, Eckenschütze zu sein und noch 3500 Ecken zu schießen pro Schütze, dann tut mir einen Gefallen. Spendet für Ecke Schuss Gold. Ein unglaublich tolles Projekt, das wirklich unseren Herren und Damen den Rahmen gibt, den sie verdient haben. Beide Mannschaften haben unglaublich tolle Athleten, beide Mannschaften haben viel zu erzählen. Herren wie Damen sind es wert, dass man hinter die Kulissen guckt und sie in ein rechtes Licht rückt. Gebt ihnen die Chance, gebt ihnen die Plattform und spendet. Tut uns den Gefallen, unterstützt Rebecca und ihre Crew, sorgt dafür, dass Hockey einen Rahmen bekommt, den er bisher noch nie bekommen hat. Ich danke euch, bis dahin, frohe Weihnachten.